der etwas anderen Art. Und zwar ist es heute ein Zusammenschnitt aus einem Livestream von Nautilus und einem Video, was ihr von mir schon kennt, und zwar das Auspackvideo, was ich in der Infothek letztens gebracht habe. Da haben wir uns gedacht, es wäre doch ganz praktisch, mal ein Video rauszubringen, wo beide Sachen gleichzeitig zu sehen sind, damit das Ganze auch nachvollziehbar ist für euch, wie Nautilus zum Beispiel ihre Tiere verpacken, versenden, wie sie dann im Endeffekt bei euch ankommen sollen, beziehungsweise wie sie dann dementsprechend bei mir angekommen sind. Ja, alles in allem, ich habe, wie gesagt, beide Videos ineinander gepackt. Am Ende sehen wir uns nochmal. Viel Spaß dabei. Bis gleich. Servus, einen guten Morgen. Kurzer Livestream. Wir packen Tiere ein. Bisschen Vorbereitung auf heute Abend. Ich muss gerade mit Maske rumlaufen, weil wir Kunden im Geschäft haben. Und heute sind wir mal wieder transparent. Das heißt, ich zeige euch, wie wir Tiere einpacken. Wir packen gerade eine Sendung mit vielem Pseudochromes Fritmani. Und die Sendung packen wir gerade für den Daniel Manns von Vipers Meerwasser. Für sein neues Projekt, was er da macht. Die einen oder anderen verfolgen das vielleicht schon auf YouTube. Er hat ja dann so ein Würfelaquarium, wo er so eine Art Album macht, wo ihr ihn begleiten könnt und so weiter. Und wir sind jetzt dafür zuständig, dass wir ihm mal ein paar Fische schicken. Wir fangen jetzt an mit den Fritmanis. Erstmal herzlich willkommen zum Livestream. Der ist ungeplant, den habe ich einfach mal eingeschaltet. Deswegen live, wie ihr hört, Telefon klingelt, muss ich also auch kurz dran. Wenn das Salz kalt ist, hallo, da bin ich wieder. Wenn das Salz, das Wasser kalt ist, dann zieht sich das zusammen und dann guckt das Aerometer mehr raus. Wenn es wärmer ist, säuft es mehr ab. Servus, ja, was, wo, wer, wie, wer darf sich denn auf die Tiere freuen? Das darf der Daniel Manns, den darf ich auch nennen. Der hat da kein Problem mit. Ihr wisst ja, Datenschutz, ne? Bei anderen darf ich das nicht einfach so tun, aber beim Daniel ist das okay. Bei dem habe ich natürlich auch gerade gesagt, dass wir das jetzt packen wollen und auch live zeigen möchten. So könnt ihr das sehen. Also wir sind jetzt gerade dabei, Fritmanis zu fangen. Es kann natürlich sein, dass ich immer mal verschwinden muss, weil halt das Telefon klingelt oder sowas. Wir sind zwar zu zweit, aber wir haben auch Kunden im Geschäft und naja, einiges zu tun. Ja, da bin ich wieder. Ich gucke mal eben, ob ich was verpasst habe. Hallo erstmal an alle, die zuschauen. Du freust dich auf die Ocellaris. Ja, die kannst du gleich sehen, wenn wir die einpacken. Oder holst du die ab? Ich steige schon nicht mehr durch. Wir haben einige Ocellaris-Bestellungen, Abholer, was auch immer. Das Schöne ist ja, dass ihr uns alle sehr gut unterstützt. Da freue ich mich sehr. Wir haben zum Glück gut zu tun. Auch versandmäßig. Passt das. So, was haben wir denn noch da? Katharina ist da. Hi, Katrin ist da. Frank ist da. Servus, Christian. Hallo, Thorsten, Janka. Moin, moin, moin. Schön, dass ihr dabei seid. Das ist ein ungeplanter Stream. Kels dabei. Ah ja, alles klar. Genau, das Fahrzeug ist unterwegs. Ihr telefoniert euch zusammen. Für die, die das nicht wissen, wenn wir Touren fahren, kann ich eigentlich die Maske runternehmen oder? Na, ist noch da. Wenn wir Touren fahren, also sprich Frankfurt oder sowas, habt ihr immer die Möglichkeit auf der Tour, dass wir euch Tiere mitbringen können. Die könnt ihr dann direkt am Auto entgegennehmen. Auch das dürfen wir. Wir haben eine sogenannte Tiertransportgenehmigung. Moin, moin. Das heißt, wir haben beheizte Fahrzeuge mit Standheizung klimatisiert. Alle 2 Jahre wird das bei uns vom Veterinäramt abgenommen, so dass wir auch in dem Sinne berechtigt sind, euch Tiere mitzubringen. Richie, nein, das tut mir leid, wir versenden nur innerhalb Deutschlands. Hier haben wir jetzt, also wir packen gerade für den Daniel Nachzuchten vom Pseudochromes Fritmani. Die sollen bei ihm in das neue Aquarium einziehen. Wir packen gleich noch ein paar andere Sachen, die ich euch zeige. Heute kriegen wir einen großen Import.
Der Stream, den ich jetzt mache, der ist einfach mal so. Heute Abend um 17 Uhr mache ich den nächsten Stream. Das ist so unser Angebotsstream, was wir jetzt Neues an Angeboten haben. Wir werden das mal gucken, wie es passt, ob wir montags und donnerstags halt Streams machen. Donnerstags immer ein Themenstream über bestimmte Themen, die ihr immer so erwähnt habt oder wo ihr Bock drauf habt oder was ihr so wissen möchtet. Montags ist eigentlich mal so ein Angebotsstream, also wenn ich irgendwas Neues habe, ich euch zeigen möchte, wie auch immer. Das will ich versuchen, möglichst festzumachen. Ist nicht immer möglich, weil wir natürlich, wie gesagt, ein Geschäft sind und ich mache das für euch hier direkt aus dem Laden, kostenlos, einfach mal so nebenbei. Ja? Das heißt, neben der ganzen Arbeit, die wir heute noch haben, aber da ich jetzt eh hier am Tisch stehe, ich habe die auch schon alle vorgefangen, die Fische, deswegen kann ich euch jetzt ein bisschen unterhalten. Ja, wie gesagt, also es bestehen die Möglichkeiten, wenn wir nach Frankfurt fahren oder auch wenn ich zum Beispiel Richtung Göttingen fahre, dann kann man bei uns bestellen und ich bringe die Tiere mit. Das ist natürlich immer sehr safe, weil wir da genau wissen, die kommen bei uns ins Auto. Wir verpacken die auch mit Sauerstoff und allem drum und dran und bringen die dann mit. Schelmon, lieber Thomas, habe ich leider im Moment nicht da. Ich habe auch diese Woche noch nicht geguckt, weil wir heute, wie gesagt, einen Import bekommen. 31 Boxen Tiere kommen heute. Unter anderem haben wir 3 Sorten Seesterne dabei. Da werde ich mal einen Stream drüber machen. Also meine Erfahrung mit bestimmten Seesternarten werden wir mal machen, um euch da mal ein bisschen was zu erklären. Ich denke mal, Seesterne sind ja immer sehr beliebt, aber bei vielen nicht gut zu halten. So, jetzt haben wir die Fritmanis eingepackt. Jetzt als nächstes haben wir die kleinen Ocellaris, die heute auf die Reise gehen, sind übrigens auch Nachzuchten. Sind auch wirklich klein, also die haben wirklich diese 2 bis 3 cm. Sind sehr gut eingewöhnt. Alle Fische, die wir haben, sind, sagen wir mal, so 99% futterfest. Es gibt natürlich immer mal wieder Tiere, die ein bisschen rumzicken können. Wie zum Beispiel, wenn ihr, hallo Jana, wenn ihr Mandarinfische bestellt, wenn ihr die Syncheropus marmoratus bestellt, die ich jetzt auch nachher gleich einpacken werde. Das sind manchmal Tiere, die bei uns, auch bei Schelmon zum Beispiel, die bei uns futterfest sind. Und wenn ihr die bekommt, fressen die auf einmal nicht mehr. Und das ist tatsächlich psychischer Natur bedingt. Das heißt, oft ist es so, dass ja die Tiere in ein eingefahrenes System kommen. Das heißt, eure Fische haben eine Hierarchie im Aquarium. Alles, was neu kommt, wird natürlich erstmal in der Hierarchie eingebürgert, wenn denn überhaupt akzeptiert wird, dass die Tiere dort rein dürfen. Hallo Daniel, Grüße auch in die Schweiz. Daher kann es wirklich passieren, dass es Tiere gibt, die, also hier haben wir Nummer 2. Diese fressen übrigens auch Granulat, Daniel, ne? Aber fein muss es sein. Ja, wie gesagt, bei diesen Syncheropus-Arten, LSD-Fisch, Mandarinfisch und wie die alle so heißen, kann es euch immer passieren, auch wenn die Futter fest gekauft werden, dass sie das erstmal im Aquarium nicht tun. Wenn ich da habe, so wie jetzt in diesem Fall, und der Daniel bekommt diese Marmoratus und ich habe es gerade da, packe ich euch kostenlos immer ein paar Kopipoden mit ein. Ja, Kopipoden sind kleine Zooplankton-Rädertierchen, die natürlich 1A-Futter für alle Marmoratus, LSD, Mandarinfische sind. Wenn wir das halt haben, dann packe ich euch immer mal was mit bei, dass ihr in den ersten Tagen Futter zur Verfügung habt. Ja? Wichtig ist bei den Marmoratus-Arten, wie sie alle so heißen, immer Lobstereier, wenn ihr habt Zyklops, Fischeier, was gibt es noch, Bosmiden, Rädertierchen auch, die gibt es auch gefroren übrigens. Sowas denen halt verabreichen. Ja?
Und wichtig ist, Vitamine nicht vergessen. Vitamine ruhig reingeben. Wir machen das so, wir machen die Vitamine in das Auftauwasser, schmeißen das Frostfutter damit rein, lassen das ziehen, damit die Vitamine schön in das Frostfutter reingehen. Dann geht auch nicht so viel verloren beim Spülen. Man kann natürlich auch sagen, okay, ich reichere das Futter mal mit ein bisschen Korallenfutter mit an, mache da ein bisschen Vitamine drauf, Grüße nach Österreich, rühre das durch, lass das ein bisschen ziehen, damit das auch an dem Futter hängen bleibt. Vitamine sind wichtig, denn die fördern das Hungergefühl beim Fisch. Ja? Das ist sehr wichtig, dass man ihn nochmal animiert, auch ans Futter zu gehen. Wenn ihr vielleicht wisst, Fische nehmen Futter immer über die Nase wahr. Die schmecken das nicht, sondern immer über den Geruch. Und bei manchen vielleicht schon mal festgestellt, wenn man zum Beispiel Knoblauch dran macht, es gibt Fische, die lieben das, die fressen das ohne Ende, andere Fische mögen das nicht. Also es ist tatsächlich der Geruch und darüber entscheidet der Fisch, ob er das mag. Und ihr merkt halt auch manchmal, je nach Futter, was ihr einkauft, bei Müsis ganz oft, haben wir auch manchmal Chargen gehabt schon, das hat gerochen ohne Ende, das ist halt ein Naturprodukt. Das haben die Fische komplett verweigert. Schelmon ist übrigens so einer. Schelmon ist ein absoluter Futterspezialist. Du kannst drei verschiedene Müsesarten nehmen und der frisst nur eine einzige Sorte von dem Hersteller oder aus der Charge. Haben wir ganz oft. Wir hatten sowas auch, futterfeste Schelmon. Du verschickst die und die Kunden sagen auf einmal, die fressen bei denen nicht. Kann natürlich dann auch wieder Psycho sein. Ihr habt irgendeinen Fisch drin, der den Schelmon unterdrückt. Der den Schelmon halt unterdrückt, dann hört er sofort auf zu fressen und dann ist manchmal schwierig auch den ranzukriegen. Dann haben wir oft das Problem gehabt, dass halt bestimmte Futtersorten, die wir geben, die mögen die, der Kunde hat eine andere Firma, andere Sorte, mag er nicht, hört auf zu fressen. Also ziemlich krass, ja. Das ist wirklich ziemlich krass. So, hier haben wir jetzt die Syncheropus drin, hier haben wir das Männchen, das ist das Marmoratus, das ist ein bisschen aufgeregt natürlich. Ich zeige euch dann auch nochmal die Box, wie wir das packen. Wichtig ist auch, wenn ihr die Temperaturen messt beim Auspacken, da bringt es nichts, ein Laser-Messgerät auf das Päckchen zu donnern und zu messen. Oder wenn ihr dann den Deckel abnehmt, also ich zeige euch das gleich mal. Und ihr messt außerhalb von der Folie, die wir benutzen, dann ist das genauso doof. Was man machen kann, wenn man die Tiere dann rausgenommen hat, hat die Beute und misst es dann das Wasser. Geht natürlich auch. Alles, was bis 18 Grad ist, ist völlig okay. Das ist bei Korallen so und auch bei Fischen. Haben wir keinerlei Probleme. Ihr müsst euch immer vorstellen, das, was wir machen, wir haben eine Grundtemperatur bei uns in der Anlage, ich sage jetzt mal 25, 26 Grad. Und die Heatpacks, damit versuchen wir nur, die Temperatur zu halten. Ja? Das heißt, ganz oft hast du es so, du öffnest die Box, da sagt dir das Gerät 23 Grad und dann stellst du halt fest, was weiß ich, in der Mitte haben sie 17, außen haben sie 20. Ist natürlich immer, wie die Wärme in die Box eindringt. Deswegen füllen wir das halt auch mit diesen Nupsis auf. Aber generell ist es so, auch wenn die Anlagen oder die Tüten etwas kälter sind und der Fisch, das Wasser ist klar und der Fisch ist agil, ist das alles kein Problem. Nehmt euch halt ein bisschen Zeit mit der Eingewöhnung dann. Ja, das Thema hatten wir mit der Tröpfchenmethode. Das ist noch ein alter Stream, den wir letzte oder vorletzte Woche gemacht haben. Wer Bock hat, kann sich den nochmal raussuchen und da mal ein Replay reinpacken. Dann kann ich sehen, ob ihr euch den nochmal reingezogen habt. Ja? So, jetzt will ich hier nochmal ganz kurz was reintackern. So. Übrigens hat das im letzten Stream ganz gut geklappt. Der ging ja echt 2 Stunden. Echt fett, Leute. Also das war unser längster Stream, den wir seit langem mal wieder gemacht haben. Und der war echt, also es hörte irgendwie gar nicht auf. Grüße nach Duisburg zurück. Wir waren echt bei 2 Stunden. Ich war völlig fertig danach. Das war echt anstrengend, die 2 Stunden. Zudem war ich ja auch nicht ganz fit irgendwie. Ich war ja den Tag zu Hause geblieben. Aber das habe ich gemerkt, Leute. 2 Stunden Stream, das war schon hardcore. Sehr konzentriert, aber es war ein sehr guter Stream. Ihr wart alle voll dabei. Und bis zum Schluss hatten wir dann noch um die 30 Leute, bis ich gesagt habe, okay, wir hören jetzt auf. Hat mich sehr gefreut, dass euch das so viel Spaß gemacht hat. Und wir hatten auch echt ein witziges Thema. Es war echt cool, ne? So, hier haben wir jetzt das Weibchen.
das Mädel, die sind halt generell kleiner, die Weibchen. Muss man auch immer, ne, wenn man verpackt, vorsichtig drehen und nicht so rumschmeißen und sanft. Also wir gehen halt sehr sanft mit den Tüten auch um, ne? Ist immer sehr wichtig. Langsam drehen, ja. Öfter machen, was, Daniel? Obwohl, der Stream war ein bisschen lang, oder? 2 Stunden? So, heute zum Beispiel bekommen wir wieder diese Schnecken hier, die Trochus, die zeige ich euch gleich mal. Die Trochusschnecke ist eine sehr, sehr gute Schnecke, die auch Teile der Cyanobakterien frisst, also obwohl auf den Stein oder auf dem Sand. Wenn ihr also viele davon drin habt, kann es durchaus sein, dass die euch rote Cyanobakterien wegfressen. Dafür sind sie auch bekannt. Ist also, wie gesagt, ein sehr, sehr ist eine sehr, sehr gut zu haltende Schnecke. Ihr müsst nur immer darauf achten, dass ihr sie bitte richtig rum einsetzt. Ja, wir verkaufen die ja so in Paketen, da haben wir so Paketpreise immer für euch. Schnecken sind generell salzgehaltempfindlich, also da immer bitte vorsichtig eingewöhnen. Guten Morgen, Bernd. Ja, Udo war echt lang, ne? Also gewöhnt die halt ein bisschen ein. Wir versuchen natürlich die Salzgehalte im Top-Bereich zu halten. Wir nehmen geeichtes Aerometer dafür. Wir haben sonst noch den Salinity Manager von Fauna dazu, der auch die Temperatur kompensiert. Ne? Ja, Daniel, Stream mache ich doch irgendwie ganz oft mittlerweile. Also wie gesagt, Trochus histrio, eine sehr gute algenfressende Schnecke, auch mehrere Sorten Algen, braune Belege, rote Belege, was sie nicht mögen, ist grüne Belege. Ich zeige euch jetzt gleich noch eine Schnecke, die sehr gut für den Bodengrund ist. Da kriegen wir hoffentlich heute 200 von. Ich habe jetzt nämlich die Reste rausgekratzt für den Daniel, weil irgendwie hatte ich nicht mehr genug. Das ist jetzt auch das erste Mal, dass ich diese sogenannte Ceritium-Schnecke wieder selber importiere. Die anderen musste ich tatsächlich über einen Großhandel kaufen, weil wir ja, wie gesagt, nicht mehr ganz so einfach an die Tiere kommen wie früher. Und unser Spezialgebiet sind ja nun die Krabbler. Dafür sind wir ja mittlerweile bekannt. Früher waren es mal Korallen, also wo noch Importtage waren. Wenn wir früher Importe gemacht haben von Indonesien, haben wir im Schnitt zwischen 300 und 800 Korallen importiert. Von LPS, SPS, alles eigentlich. Dafür waren wir sehr, sehr bekannt. Das war immer Wahnsinn. Wir hatten ja teilweise Kunden mit Campingstühlen vor der Tür. Da gab es richtige Warteschlangen und sowas, das weiß ich auch noch. Also als ich 2013 hierher gekommen bin, das war echt krass, was da manchmal abging. Das war wichtiges Schnecken und so weiter, immer getrennt eingewöhnen, auch von Garnelen, ja. Dass ihr die nicht mit Garnelen zusammen in einem Eimer haltet und solche Sachen. Wie gesagt, da ist der Stream vielleicht ganz interessant, den wir, der heißt glaube ich, Pipi machen. Ich weiß gar nicht, wie hieß denn der? Wie habe ich den genannt? Pipi machen nur auf der Toilette oder so. Ich hatte irgendeinen Spruch gemacht. Da müsst ihr mal gucken, irgendwas mit Pipi machen stand da. Und da haben wir uns so ein bisschen unterhalten um die Eingewöhnungsmethoden. Die findet ihr unter unseren hochgeladenen Streams. Und wenn einer das von euch guckt, lasst mal ein Hashtag Replay da oder Nautilus oder sowas. So, jetzt kommen wir zur nächsten Sorte. Das heißt, wir haben jetzt hier noch Trochus. Trochus haben eine Lebensdauer im Aquarium, also mehr leben die nicht so lange wie bei uns im Aquarium. Irgendwie habe ich nicht genug Tüten gemacht. Also ihr müsst euch immer so vorstellen, alles was sich wirklich stark vermehrt, sind natürlich kurzlebige Tiere, also auch auf natürliche Weise. Sei es im Süßwasser der Guppi. Guppi, Plati, Schwerträger, also die Lebendgebärende sind ja Tiere, die gibt es ja zu Millionen, so, weil die Vermehrungsrate ist sehr hoch. Das ist halt genetisch wahrscheinlich so festgelegt, weil die Tiere ein relativ junges oder kurze Lebensdauer haben. Bei Schnecken übrigens auch, das heißt, wenn ihr Schnecken bekommt, bei uns haben die sich jetzt vermehrt, also meistens nach 1-2 Tagen sind auf einmal die Aquarien mega trübe. Daniel, komme ich gleich zu.
mega trübe. Das heißt, die Schnecken kommen in ein neues Aquarium und fangen dann an abzuleichen. Dann ist die Hütte völlig trübe. Und da muss man aufpassen, dass der Abschäumer vernünftig läuft, dass man da eventuell ein bisschen Filterkohle mit reinpackt. Kommt immer auf die Menge an Schnecken an, die ihr da einkauft. Ich selber, wie gesagt, bin kein Fan von der Tröpfchenmethode. Das Witzige ist, nach unserem Stream mit der Tröpfchenmethode gab es tatsächlich einige Nachrichten. Also entweder ist es mir einfach dann nur aufgefallen oder wie auch immer. Es gab auch in einer großen Süßwassergruppe, wo auch Meerwasserleute drin sind, ein Posting, da hatte jemand einen, Tangfallenfisch bekommen. Und der hat den zu lange eingewöhnt. Der ist einfach an diesem Eingewöhnungsstress gestorben. Ja? Entweder erstickt, also Sauerstoffmangel, weil, wie gesagt, bei den Tröpfchen habt ihr ja eure Tröpfchen, die da so reinpullern. Aber wenn du mehrere Tiere im Eimer hast, bei einem macht das vielleicht funktionieren. Wenn du mehrere Tiere hast, geht der Sauerstoffgehalt runter. Deswegen sage ich immer, nehmt halt einen Becher oder sowas und dann bewegt ihr das Wasser so ein bisschen. Ja? Also ein bisschen Wasser raus, ein bisschen eintropfen lassen. Übrigens, der Energy Drink ist noch im Eisfach. Da ist er jetzt gefroren. Da müsst ihr aufpassen. Das ist ganz wichtig. Und viele Tiere sterben am Stress vom Eintröpfeln, weil es einfach zu lange dauert. Also wir machen nicht so einen Firlefanz. Auch die Tiere, die jetzt heute kommen. Wir haben natürlich eine Eingewöhnungsanlage, die fahren wir mit CO2 runter. Das heißt, wir passen den pH-Wert an. Und wenn der pH-Wert angepasst ist und die Temperatur stimmt, dann nehme ich diese Tiere und setze die direkt um, ohne dass da irgendwas anderes gemacht wird. Ja? Manchmal haben wir auch Tiere, die kühler sind und die packe ich ins warme Wasser. Das ist auch kein Problem. Es ist ja, ihr müsst euch das ja an euch vorstellen. Also du bist jetzt überhitzt und willst ins kalte Wasser springen. Was kann passieren? Herzinfarkt, fällst tot um. Haben wir Tiere, die in einem Bereich von 17 Grad sind, sage ich mal, also wenn das jetzt eine kalte Lieferung ist und ich packe die in 25, haben die nach oben hin damit überhaupt gar kein Problem. Ja, das ist kein Problem, weil sie kommen ja von der Kälte ins Warme. Kein Problem, haben wir noch nie festgestellt. Es gibt natürlich immer Ausnahmen. Der eine wird sagen, nee, der erzählt jetzt Kacke wieder oder so. Das mag meinetwegen so sein. Ich kann euch immer nur meine Erfahrung mitteilen, die ich seit meinem 18. Lebensjahr gemacht habe. Und heute haben wir das Jahr 2020. Also rechnet euch aus, wie lange ich das schon mache und auch beruflich mache. Ja, natürlich, man lernt nie aus. Ich kann alles nie perfekt. Also es gibt immer Dinge, wo ich auch sage, okay, musstest du selber wieder lernen. Das ist einfach so. Man kann nicht alles wissen. Damit will ich auch nicht prahlen. Es gibt immer Dinge, da weiß ich es nicht, da sage ich, du, ich weiß das nicht, oder ich gebe es weiter an jemanden, der es weiß. Team, ja, Team. Also Tröpfchenmethode, ich bin kein Fan von. Packt sie gerne in Eimer, wenn die Sendung kommt. Entweder nehmt ihr die Tüten, wenn ihr merkt, das ist irgendwie richtig kalt, dann nehmt euch einen Eimer, einen dunklen, mit Leitungswasser angewärmt, sagen wir mal 25 Grad, dann legt ihr die Beute da halt rein. Also wir reden jetzt von Krabblern, ja. Bei Fischen ist es so, Fische müsst ihr immer besonders dunkel halten, also auch nach dem Auspacken, weil das hatten wir auch in dem anderen Stream, die Tiere, ihr seht das gleich, das wird richtig dunkel, das ist auch absichtlich so gemacht, damit die Tiere im Transport und in den Tüten runterkommen. Ja, die sollen nicht hyperventilieren in den Boxen, sondern die sollen ja entspannt sein, so weit wie wir das können. Und daher ist es wichtig, dass die Tiere dunkel gepackt werden, ganz, ganz wichtig. So, und jetzt macht man die Box auf, man ruckelt rum und so weiter. Und man hat ja sofort das Licht da, das heißt, die Tiere haben da meistens einen Psychoschock und können auch manchmal einfach am Herztod sterben, weil sie dann nachher, werden die rausgenommen, werden da rein, dann tröpfeln die da stundenlang. So, und zack, auf einmal kippt eine Garnele um zum Beispiel, oder dieser Fischer, dieser verkreichtes Tangfallenfisch ist umgekippt, ja. Und von daher ist es gefährlich. Also wie gesagt, ihr könnt die gerne anwärmen, nehmt dunkle Eimer, wenn die warm sind, dann füllt ihr die halt in den nächsten Eimer um, wo die ein bisschen drin sein können. Wie gesagt, ich mache das dann einfach mit Bechern, mache immer so 50 ml, 100 ml rein. Man kann das manchmal ein bisschen bewegen, man muss halt gucken, wie die Tiere drauf sind, ob sie sehr gestresst sind oder ob sie relaxed sind. Wenn sie natürlich gestresst sind, ist es manchmal besser, man setzt die viel schneller ein. Also wir haben schon Antias zum Beispiel sofort umgesetzt, ohne Eingewöhnung, ohne alles. Also direkt wenn die kam, habe ich die aufgeschnitten, in den Eimer rein, wirklich hardcore, Kashi wie Antias zum Beispiel, mit dem Netz durch, umgesetzt, dann liegen die vielleicht 5 bis 10 Minuten auf der Erde rum. Bei 100 Stück ist dann vielleicht mal einer dran gestorben, aber der Rest schwamm am nächsten Tag, als wenn nichts gewesen ist. Ich werde übrigens einen Livestream machen, wenn wir den Import ausgepackt haben. Dann gehen wir durch die Anlagen und zeige euch das dann nochmal. Ne? So, jetzt haben wir die Ceritium. Respekt, was ein mega Kerl. Danke, Oliver, wenn das an mich gemeint war.
Jens muss mich wieder ärgern. Ne, vom Sofa aus, alter Sack wahrscheinlich. So, dann nochmal zum Thema Schnecken allgemein. Also jetzt im Winter packe ich ein bisschen mehr Wasser drauf. Also, okay, das ist ein guter Wortwitz. Ich packe mehr Wasser drauf. Weil wir festgestellt haben, wenn mehr Wasser drin ist, dann ist es von der Temperatur etwas besser. Wenn ich etwas weniger Wasser reinmache. Alban, hallo, hi, ich habe das nicht überlesen eben. Nein, das tut mir leid, ich habe nichts mehr für die Jaya. Ich habe die damals aus dem Sortiment genommen, die Jaya, weil ich nicht zufrieden war. Das ist schon ein paar Jahre her. Ich weiß, es gibt mittlerweile neue Modelle. Aber bei mir ist manchmal so, wenn ich mich für etwas entscheide, es nicht weiter zu verkaufen, dann ist das auch die nächsten Jahre dann so. Ja, weil wenn du so gewisse Grunderfahrungen machst, dann macht man die halt und dann sagt man halt, okay, pass auf, nee, ich möchte das nicht mehr verkaufen. Aber immer seriös. Ja? Also nicht schlecht reden oder so, sondern wirklich sagen, pass auf, das ist meine Meinung. Ich möchte es nicht mehr, deswegen tut es mir leid, Alban, dass ich da in dieser Richtung nichts habe von Maxpect. Das habe ich seit 3 Jahren, glaube ich, rausgenommen. Ich habe nur noch so Restbestände Lampen von unserer Anlage her. Und wenn die jetzt kaputt gehen, tausche ich das auch aus. Dankeschön, Olli. Wir haben hier jetzt die sogenannte Tritium-Schnecke. Das ist eine Schnecke übrigens, die kann ich auch rausnehmen. Ihr müsst euch merken, alle Schnecken, die Deckel haben, können tatsächlich, also es gibt, also wir haben damals mal Afrika importiert, da sind diese Schnecken ohne Wasser gekommen. Hier gehört auch dazu, die ziehen sich total weit zurück. Ja? Das ist ziemlich abgefahren. Manchmal denkt ihr dann nämlich, da kommen die Schnecken, die sind tot, sind sie aber nicht. Hier könnt ihr jetzt den Deckel sehen. Hier, da. So, und alle diese Schnecken, die diese Deckel haben, die können eigentlich auch ohne Wasser transportiert werden, weil sie schützt sich halt durch diesen Deckel. Das machen auch die Trochos so, aber wir machen natürlich trotzdem Wasser rein. Jetzt im Winter sowieso, weil sonst wird es zu kalt. Aber es gibt tatsächlich Sendungen, also Afrika früher, da haben wir die ohne Wasser bekommen. Auch wenn wir die heute bekommen, da sagen wir jetzt auch, im Winter machen ein bisschen höheren Wasserstand rein, im Sommer wird der wieder etwas niedriger. Tritium-Schnecken, so heißt diese gute, die sind halt toll für euren Boden, denn die verschieben den Boden, wenn ihr also Sand drin habt, gewisse Körnung solltet ihr haben, 2 bis 4 mm maximal, nicht gröber, dann können die euch den Sand verschieben. Das ist sehr gut für euren Sand, denn der wird etwas mit Sauerstoff angereichert. Das ist immer etwas sanfter, als wenn man das mit einer Grundel machen würde. Die Grundel kaut das durch, entweder steigt sie auf, verteilt es irgendwie oder was auch immer. Die Schnecken machen das sehr sanft und diese geben ein Sekret ab, was die Cyanobakterien nicht leiden können. Und dadurch verdrängt sie dann diese. Ihr müsst natürlich immer genug Schnecken auch einsetzen. Also wir empfehlen tatsächlich von vielen Sorten immer 10 Schnecken pro 100 Liter Wasser. Ja? Wenn man effektiv was machen möchte. Wenn man zur Schau oder sagt, hier, ich habe Bock auf so eine Schnecke und ich mache mal 5 rein, ist das okay. Aber dann dürft ihr nicht, ich darf wieder runterladen, dann dürft ihr nicht zu viel erwarten. Ja, weil dann schaffen die natürlich nicht, wenn das Problem gibt. Ja, dafür hast du Norbert, ne? Norbi. Norbi macht irgendwie die Bude trübe da. So, ich gucke jetzt auch nochmal rein, dass wir auch alle lebendig haben. Ja, das sieht gut aus. So, das heißt, wir machen hier nicht ganz so viel Wasser rein. Hallo Ingo. Machen wir das wieder zu. Sauerstoff ist drauf. Wie gesagt, Thema eingewöhnen. Sucht euch den Stream nochmal raus. Tröpfchenmethode nur zum Pipi machen, hieß er, glaube ich. Genau. Tröpfchenmethode nur zum Pipi machen. Das war der Stream über das Eingewöhnen. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob ich für den Daniel jetzt auch alles gepackt habe. Haben wir denn für den Daniel alles gepackt? Ja, haben wir. Alles drin. Können wir alles abhaken? Ja, da gibt es noch die Überraschung. Die Überraschung. Kalt, aber lecker. Kalt, aber lecker, ne? Schmeckt gut, ja. Übrigens auch gestern großes Aufsehen im Netz. Wir haben ja... Klau dir mal eben, ne? Wir haben ja aus Spaß, habe ich ja, das ist auch wieder geboren aus einem Montagsstream, da habe ich nämlich letztes Mal N-Energy gesoffen. Und damit ich keine Werbung mache, habe ich gesagt, weißt du was, wir machen mal eine eigene Dose. Das heißt, wenn ich die jetzt trinke, ist das meine eigene und ich mache keine Fremdwerbung, dann mache ich wenigstens Werbung für uns. Wir haben hier Otto drauf.
Otto ist unser, oder war unser Mandarinfisch. Der ist 18 Jahre alt geworden. Krass, ne? Und Otto haben wir ja in unserem Banner verewigt und haben ihn jetzt hier drauf gemacht. Ich muss ihn nächstes Mal ein bisschen heller machen, weil das war, das konntest du halt selber so ein bisschen ja, herstellen, sag ich mal, ne? Aber der schmeckt gut, oder? Schmeckt der? Ja, ne? Schmeckt. Ist allerdings mit Zucker, der Energy. Und Daniel kriegt heute einen mit eingepackt, den packe ich dann auch dazu. Aber ihr müsst den wirklich kalt trinken. Ja? Ja, und das war einfach ein Gag, aber da gab es echt von, warum wir Merchandising machen, wir sollten lieber unsere Kunden nett bedienen und so, habe ich nicht verstanden, also wieder irgendein Troll, also ihr wisst ja, ich mag ja Trolle, Trolle sind ja diese Behaarten da aus dem Norden, ne, und naja, also ein Troll, so ein Behaarter hat halt wieder Shitstorm betrieben, tut mir leid, gleich gelöscht, entfernt und weg, ist mir zu blöd, okay, ja, auf jeden Fall haben wir diesen Energy, das ist einfach mal eine Gaudi, ja, einfach mal aus Spaß. Und ist auch wieder so, wenn ihr eine Sendung macht hier, eine große, sag ich mal, ab 250 Euro packe ich euch so ein Ding so mit rein. Also wir müssen die auch ein bisschen verkaufen, also 2 Euro kostet so ein Döschen. Aber wem das vielleicht wert ist als Sammleredition, vielleicht mal auch mal noch ein paar andere oder so. Es war ein Witz, ne? Das darf man alles nicht so hardcore sehen. Ich gebe den zurück, sie guckt schon und rollt die Augen, sie möchte ihn gern trinken. Nee, ich will. Was willst du machen? Was, ja, dann mach doch. Haben wir noch irgendwo einen? Das ist schlecht. Weil wenn du den jetzt reinhängst, dann muss der erstmal eine halbe Stunde drin hängen bleiben, sonst kippst du den. Weil der sonst die kritische Temperatur macht. Aber das ist ja nicht schlimm. Du kannst ja das Sanitäti Manager nehmen und dann können wir das so messen und das muss sowieso warm werden. Das heißt, der Kunde, wenn der kommt und das Salz heute holt, dann muss er halt auch ein bisschen warten. Mhm. So, okay. Doping. Nee, einfach ein Witz, Mann. Bucki, Bucki-Schnecke, ist auch wieder eine mit Deckel hier, macht jetzt gerade dicht. Ist nicht mehr so schön in Farbe, Daniel, es tut mir leid, aber es ist die, die wir noch gefunden haben. Bucki-Schnecken übrigens, den sagt man nach, dass sie Borstenwürmer fressen sollen. So richtig weiß ich es nicht. Vielleicht ja, vielleicht nein. Sie gehört mit zu den aasfressenden Schnecken. Es gab übrigens auch mal einen Stream über Krabbler. Da, Stream, ja, ja. Schnecken, Stream, das ist wie Fischers Fritze, frische Fische. Die Katze tritt die Treppe krumm, weißt du so. Sind so Wortspielchen. Das, nee, das geht nicht. Die Sachsen wollen immer, dass ein Niedersachse, der Hochdeutsch spricht, das Sächsisch lernt. Wir können es nicht. Wir haben ja schon Diskussionen mit der Uhr. Wir haben ja schon Diskussionen mit der Uhr. Viertel zehn, dreiviertel halb um. Halb um, weißt du, wie sage ich, ich bin viertel nach sechs da, oder ich bin so gegen halb sechs, da heißt es dann halb um fünf, halb um sechs. Das ist halt in Sachsen so und wir haben immer wieder diese Diskussion. Aber naja, ich bin halt Niedersachse, ich komme aus Hannover. Hochdeutsch, ist so, ne? Obwohl da auch ein Plattdeutsch gibt. Es kommt ja schon durch, das Sächsische. Es kommt schon durch, aber das mache ich nochmal extra, ich mache das nur extra. Also Bucki mit rein hier, Kulla Kulla. Könnt ihr auch nehmen für den Boden, Aasfresser, Futterreste, solche Sachen. Er schützt sie vor Einsiedlerkrebsen, ganz wichtig. Das ist übrigens auch so ein Thema. Entscheidet euch, was ihr wollt, Einsiedler oder Schnecken, das eine, das andere. Einsiedler sind nicht alles Algenfresser, hatten wir auch schon ein paar Mal das Thema. Sind auch eigentlich alles Fresser, alles, was sie so kriegen. Manche Algen zupfen sich ab, aber oft, kommt aus Thüringen, jawohl. Aber die sprechen ja noch vernünftig. Ja, genau. Das war eine letzte Bucki, wir haben keine. Die haben wir noch so in den Tiefen der Anlage gefunden. Und was noch wichtig ist, fällt mir gerade ein, wenn ihr bei uns Lebendtier bestellt, bitte keine Salzpakete dazu. Wenn wir halt mal kleine Päckchen hier, was weiß ich, ein Futter oder ein paar Spurenelemente oder so, die haue ich da gerne mit rein. Aber wir haben jetzt am Wochenende 2 Bestellungen bekommen, da habt ihr mal eben 20 Kilo Tropic Marine bestellt. Das geht leider nicht, das muss ich extra schicken, das geht nur mit DHL, sonst ist das echt zu teuer. Ich würde auch nie lebende Steine mit Go schicken, weil da wirst du arm bei, das wird ja nach Kilo berechnet. Ne? Hat 25 Jahre gedauert, aber jetzt hier eingedeutscht, okay? So, jetzt kommen wir wieder zu deiner Sendung. Also wir haben jetzt habe ich alles drin, also die Bucki haben wir auch drin. Jetzt drehe ich euch mal die Kamera, damit ihr noch mal gucken könnt.
So, wir haben jetzt also hier, haben wir jetzt seine Tierchen drin. Hier könnt ihr das sehen. Das machen übrigens auch nicht so viele. Also wir werden ja, wir pumpen überall Sauerstoff mit rein. Ja, Sauerstoff kommt mit rein. Und dann werden die bei uns geklippert. Also wir nehmen keine Gummibänder, wir nehmen ja die Tüten doppelt und dann klippern wir die. Das hat halt den Vorteil, also wenn alles so schön klappt, wie es soll. Ja, Conny, ich habe noch Lebendgestein zum Abholen parat. Wenn das so klappt, wie es soll, müsste der Daniel die Sendung auch so auspacken. Dann dürfte sich das mit den Tüten nicht großartig verändert haben. So, jetzt muss ich mal gucken. Da haben wir sie. Mal gucken, dass es offen ist, dass ich euch das hier zeigen kann. Unsere Bio-Nupsis, wir nennen die übrigens Nupsis. Wir machen jetzt hier eine Lage rein. Das haben wir auch beim Dennis Keitel so gemacht. Der müsste ein Unboxing demnächst hochladen. Ich packe auch gleich noch eine Sendung, aber ihr müsst entscheiden, ob ihr dabei sein wollt, wenn ich die nächste Sendung packe. Oder wir haben keine Zeit, höre ich gerade. Wir haben Zeit, alles gut. So. Jetzt machen wir hier diese Zwischenschicht rein. Ja, hat jetzt den Vorteil, dass das hier alles ein bisschen festrüttelt. So, hier könnt ihr das sehen. Kannst du mir mal Dingens bringen? Ja, genau, Kabelbinder. Das machen wir dann für euch, um euch zu ärgern. Und eine Red Bull, hätte ich beinahe gesagt, eine Energy brauche ich. Kugelschreiber kriegst du keine, Daniel. Du hast schon so viele von mir gekriegt. Leg das aber weiter unten rein, ne? Ja, das kann ja ruhig warm werden. Muss ja eh keinen liegen. Dann machen wir die halt. Ne? Dass man das bei sich hier. Warm im Grund. Ich muss auch schon eine Energiedose wegen Wärme im Auto gepackt. Ja, aber du hast dann die Sonnenwärme gehabt wahrscheinlich, ne? Bei 90 Grad oder so. Ich glaube, es ist dann eher so, wenn der Daniel die Dose dann trinkt, dass sie ihm um die Ohren fliegt, weil das bei Go alles so hin und her geflogen ist. So, jetzt machen wir noch, das haben wir jetzt zugemacht, das könnt ihr jetzt sehen, also wir haben das hier dicht gemacht, da müsst ihr halt immer vorsichtig aufschneiden, weil wir da Kabelbinder nehmen. Kabelbinder sind halt ganz gut, die fliegen dir nicht um die Ohren. Jetzt füllen wir hier die Ecken noch auf, dass das noch ein bisschen auch hier in den Ecken noch mal ein bisschen abgepuffert wird. Also durch das Rütteln wird das halt immer mehr, immer mehr, immer mehr. So. Ja, Daniel, wir sind gespannt, wie das bei dir ankommt. Weil es ja irgendwie echt immer ein mega Aufwand ist, das zu packen. Hier machen wir dir mal dein Döschen hin. Dein Döschen. Dann machen wir dir hier mal die Tütchen hin. Die drücken wir mal ein bisschen runter. Wo habe ich denn die Copypoten eigentlich? Da habe ich die. Das zeige ich euch gleich mal, mal sehen, ob man das sehen kann. Ja, hier könnt ihr es sehen, da sind die Copypoden drin. Seht ihr das? Und das ist 1A Futter für eure ganzen Syncheropus. Wenn ihr da immer mal was reinschmeißt, vor allen Dingen Zooplankton, ne? Zooplankton. Ist wirklich gut. Zwei Stück hast du davon, Daniel. Die packe ich dir jetzt mit rein. Hier ist der Energy. Und damit du deine Figur hältst, kriegst du natürlich noch ein paar Gummibärchen. Natürlich gibt es dann Mini-Dinos. Vergiss es. Jetzt kriegt die der Daniel. So, jetzt machen wir Zeitung oben drauf. Ja, wir haben so feine Siebe. Die kennt ihr vielleicht, diese Artemia-Siebe. Da jagen wir die durch. Manchmal sind wir hardcore, ne? Schütten die auch komplett rein, weil die kommen ja aus dem Salzwasser. Wenn
ganz wichtig übrigens, muss ich euch zeigen, beim Daniel, ne, damit der gleich weiß, wo Phase ist, haben wir natürlich das drauf. Ist klar, ne? Die Daniel-Sendung braucht bestimmte Erkennungsmerkmale. Also Viper, hier weißt du, Achtung, ne? Achtung. Udo, hau rein, ich wünsche dir einen schönen Arbeitstag. Unser wird heute lang, da wir ja Import bekommen. Auch für euch noch wichtig, am Mittwoch haben wir Feiertag in Sachsen, ja? Nee, das hört gar nicht auf, also irgendeiner hat das rausgesucht, noch mehr solche Tonnen. Wichtig ist jetzt immer, dass auch, genug Luft hier zwischen ist, seht ihr das? Ja? Damit auch die Heatpacks natürlich Luft bekommen. Was wir noch machen ist, dass wir draußen hier, da, so kleine Löcherchen machen. Ja? Weil wir packen die Heatpacks, die lassen wir immer vorglühen. Das sind unserer Meinung nach die besten im Moment. Hier haben wir eine raue Durchsicht, also eine weiche Seite, und hier haben wir so eine Folienseite. Mittwoch ist Lockdown in Sachsen. Ja, wir sind Forellenangeln übrigens. Forellenangeln. So, die Heatpacks positioniere ich natürlich jetzt so, dass der leckere Energy Drink nicht explodiert, die Kopipoden noch am Leben bleiben und das Zuckerkram nicht schmilzt. Nein, die Heatpacks werden wirklich sehr gut warm. Also bei vielen, die die Sendung bekommen, sind die Heatpacks auch tatsächlich noch warm. Also ich positioniere das jetzt so, dass wir nichts kochen, grillen oder einstampfen. Hier haben wir wieder Löcherchen. Hier sind jetzt die Heatpacks festgemacht. Also an den Positionen, wo sie sein sollen, ja. Kommt dann hier einfach drauf. Dann haben wir jetzt hier diese Doppelfolie. Die schneide ich jetzt noch ein, damit da genug Sauerstoff drankommt und die Heatpacks natürlich auch warm werden. Ja? Das weiß ich nicht, Katrin. Das würde ihm auf jeden Fall nicht so gut bekommen, weil die giftig sind. So, jetzt habe ich das ein bisschen eingeschnitten. Ihr merkt euch, wir haben also zwei unter dem Deckel. Und jetzt machen wir vier Heatpacks noch außenrum, die auch immer vorgewärmt sind, also wir hauen die nicht kalt da rein, die müssen schon eine gewisse Grundwärme haben und dann kommen die jetzt hier einfach zwischen. Einmal rundherum. Weil die Außentemperatur muss warm gehalten werden, damit die Kälte nicht in die Box dringt. Ja? Ihr wisst schon, dass die jetzt alle Versand machen und alle, ne? Alle nachmachen werden. So, und jetzt haben wir Daniels Auftrag gleich fertig und dann mache ich jetzt die nächsten Heatpacks schon auf, damit die schon mal vorwärmen können. Ja, mega aufwendig, genau, wird leider immer verkannt und ist auch wirklich jahrelange Erfahrung mittlerweile, ne? Es gibt natürlich auch Temperaturen, wo wir dann sagen, wir hören jetzt auf, weil das Problem halt immer noch ist, dass ich denke mal, dass unser Lebendtiertransport nicht dauerhaft wärmt. Ja? Und ich versuche mit dieser, wir hauen 6 Heatpacks rein, Leute, 6 Heatpacks, das ist richtig Geld. Manche fragen mich dann, wieso 6? Ich mache da 2 rein. Naja, das ist dann der Unterschied, warum es dann vielleicht nicht lebendig ankommt, ja. Selbst unser Verkäufer von den Heatpacks sagt auch mal, was, so viele, du hast ja noch Folie und so. Ich sage, ja Leute, es reicht nicht, wenn die Boxen irgendwo rumstehen, draußen hätte einer stehen, oder wir hatten schon Dinger, also nicht wir, sondern Kunden haben uns erzählt, ja, dass auf einmal der Go-Fahrer die Box irgendwo abgestellt hat, ne, hatten wir auch schon irgendwo in einem Carport oder so, bei Minusgraden, da fragst du dich auch, was ist eigentlich los in dieser Welt.
Und wir müssen halt dafür mitdenken. Wir haben früher echt auch geblutet. Das ist zum Beispiel auch ein Grund, da werden viele jetzt schimpfen vielleicht, ich habe keine Lebendtierankunftsgarantie. Das ist immer wieder Diskussion. Dann sagen die, warum nicht? Machen doch alle so. Ich habe aber irgendwann aufgehört zu garantieren, dass der, wie sagt man, der Lieferant, nee, Lieferant sind ja wir, sondern unser, was sagt man, Transporteur, dass ich für den die Garantie übernehme. Ja? Dann habe ich irgendwann bei mir in den AGBs, das werdet ihr sehen, da steht halt drin, wir liefern auf eigenes Risiko. Das heißt natürlich nicht, dass ich sage, weißt du was, hast Pech gehabt. Man kann ja über alles reden, aber es gab auch früher Betrugsfälle. Das ist zum Beispiel auch. So, jetzt machen wir das dicht. Und ja, wir verwenden auch die Boxen aus dem Import. Es gibt ja Firmen, die haben ihre eigenen Boxen, aber naja, ihr müsst das so sehen, so eine Box kostet uns im Einkauf mittlerweile 8, also indonesische kosten 12 Dollar. Sri Lanka haben wir jetzt gehabt, 8 Dollar kostet uns so eine Box und die verwenden wir natürlich wieder. Alles klar, Daniel, vielen Dank, dass du dabei warst. Du kriegst nachher die Versandbestätigung, wenn das abgeholt ist, ne? Und dann siehst du ja. Und morgen zwischen 7 und 12 musst du da sein, ne? Da kommt das dann an bei euch. Sollte es um 12:30 noch nicht da sein, dann rufst du mich kurz an und dann kümmern wir uns drum. Manchmal ist das so, aber die Tiere sind so gut versorgt, du wirst sehen, das halten die auch aus. Da müsst ihr keine Angst haben. Oliver, meins ist geplatzt. Oh Mann, das ist scheiße. Aquarium. Den. So, jetzt wiegen wir das noch. Wieder 50 Gramm drüber. Also wir haben so eine Dinges bis 10 Kilo. Ich habe jetzt natürlich 10,55, also zahle ich 3 Euro mehr für die Fracht. Da freuen wir uns dann immer, wenn du 50 Gramm oder so drüber bist. Weil wir zahlen das ja in Staffelungen. Haben wir eigentlich eine Go? Nee, ne? Noch nicht. Das muss ich euch auch noch mal zeigen. Das kennt ihr ja alle, das kommt noch drauf. Ups, verschoben. Ja, Ingo, das ist lieb von dir, aber die müssen dann so aussehen wie die. Die müssen immer eine Umverpackung haben, müssen eine gewisse Größe haben. Ich suche einen Kugelschreiber und hier ist alles voll. Deswegen kann ich nicht alle Boxen nehmen, aber man kann halt gerne mal durchgucken. So, Solbike hat mir im Hintergrund eine Nachricht geschickt, gucke ich mir gleich an. Wichtig ist auch, wenn ihr von uns Lebendtier bekommt, seid bitte auch erreichbar auf euren Handys, Telefon und so weiter. Wir haben das oft, oder was heißt oft, ist falsch gesagt, aber wir haben das immer mal gehabt, dass irgendwas ist. Ich sag mal, der Go-Fahrer kommt eine halbe Stunde später, wie auch immer, keiner erreichbar. Ne, das ist auch eine wichtige Nummer. Wenn man sich lebende Tiere bestellt, sollte man immer dafür sorgen, erreichbar zu sein. Das ist ganz wichtig. Haben wir oft mit zu tun, ne? Kann man sagen. Doch, also dass du dann anrufst und dann ja keiner und also ist echt schwierig. Da müssen viele dran arbeiten, ja. So, hat er denn? Er hat 30. Ja, 50. Das ist echt wichtig. Was haben wir heute für ein Datum? 16. 16.
So. Mach Luft rein oder besser Helium. Wo denn? So, Box ist fertig. Und das Ganze ist hier ohne Beschädigung angekommen. Das hat also gut funktioniert. So. Es ist definitiv noch warm. Ich gehe mal eben noch einen Thermometer holen. Da werden wir gleich mal schauen, wie es ausschaut generell. Also warm ist es noch. Die Packs bringen auf jeden Fall noch, sind noch richtig warm, die Packs. Also das ist sehr, sehr geil. Top verpackt. So, dann gucken wir mal, was unten davon noch angekommen ist, wie es generell. Ja. Die hochgefährlichen, ne? Tonnen ist ja alles strahlend. Hier, da muss drauf hingewiesen werden. Ja. Die sind nicht geschmolzen. Dankeschön. So, dann gucken wir mal nach den Copies, die lagen ja hier an der Seite. Alles okay, alles gut. Passt soweit, die legen wir auch mal hier dabei. So. Dann das Döschen, auch heil angekommen. Kommt jetzt erstmal direkt in den Kühlschrank. Kalt genießen, hat er hier gesagt. So, da hat er jetzt mit einem Kabelbinder gearbeitet. Und noch mehr Nuppis. Jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich die ganzen Dinger hier rausreche. Die Bio-Nuppis. Echt ein Wahnsinn, was im Endeffekt hier von Aufwand tatsächlich betrieben wird. Das muss man ganz ehrlich mal sagen. Wir werden sehen, ob es geholfen hat, ob es genutzt hat. Aber ich gehe davon aus. Wie gesagt, die Heatbacks, die hatten auch noch alle Temperatur. Ich habe eigentlich gesagt, dass ich diese Dinger hier hasse. Die hier. Alles gut. Ja, das ist schönes Verpackungsmaterial. Aber die wegzupacken. Ach, Mensch. Gut, fangen wir mal an. Langsam aber sicher. Kleiner Spinnenfisch. Alles gut, alles lebt. Was ich jetzt auf jeden Fall erstmal mache, ist hier unten einmal Temperatur abgreifen, zwischen. Ja. Hört das mal in die Kamera, ich weiß nicht, ob man das erkennt. Es sind 22,7 Grad, wo es hier angekommen ist. Könnt ihr jetzt mal da drin messen? Nein, um Gottes Willen. Ich gehe jetzt hin, packe die jetzt erstmal separat in die Eimerchen rein und das hier ist für die Spinnenfische, das ist für die Ocellaris von meinem Bekannten. Hier kommen gleich die Fettmanis rein. Achso, Schnecken hatten wir ja auch noch. Ich glaube, die Schnecken, die können wir irgendwo mit beipacken. Aber das sieht erstmal alles sehr, sehr gut aus hier. Also, Fischchen Nummer 1 packen wir nicht ganz vorsichtig da unten rein. So, wunderbar.
Dann geht's weiter. Einmal Schneckenarmada hier. Das sieht gut aus. Alles schön geknubbelt aufeinander. Kommen wir gleich zu. Ach ja, ich wollte sowieso noch die tatsächliche Wassertemperatur abgreifen. Das machen wir mal hier. Es bleibt dabei. Es sind 22 Grad. Wunderbar hier mit der Temperatur angekommen. So, und jetzt brauche ich erstmal wieder mein Handtuch, wie immer. Hab nochmal zu viel, was mich wärmt. Wie gesagt, Schnecken machen wir später. Ein Brett machen. Einer von fünf. Für das Bett. So, auch alles okay mit ihm. Sehr schön. Kommt wie gesagt hier das in die größere. Weiter geht's. Einmal Clowny. Was war es? Ganz normaler Clownfisch. Kein Blecki oder sonst irgendwas. Den packen wir hier mit rein. Der ist von meinem Bekannten. Er hat mitbestellt, wie auch ein Teil der Schnecken hier für meinen Bekannten sind. So, komm rein. Munter und gesund. Gesund kann man sehen. Munter ist er auf jeden Fall. Wieder eine Schneckenarmada, die legen wir auch erstmal kurz auf Seite. Wichtig sind erstmal die Fischchen. Nochmal Schnecki. Ja, jetzt ist man die Tüte schon am sauber machen. So muss das sein. Kommt hier sauber geputzt an die Tüte. Das sind die für den Bodengrund. Ich habe die Namen nicht. Ich muss da nochmal nachfragen, Marc. Ich habe es nicht so mit Namen. Bilder, kein Problem. Ah, wieder ein Fat Money. Sehr schön, auch munter. Alles gut bisher. Wie gesagt, Wassertemperatur ideal, 22 Grad. So. Muss ich natürlich im Endeffekt gleich gucken, was wir für eine Dichte tatsächlich haben. Ich gehe davon aus, dass da keine großen Unterschiede sind. Nächster Fat Money, auch gesund und munter. Jetzt muss ich mal ein bisschen Wasser abkippen, ohne dass der mir da rausgeht, weil ich brauche auch gleich nicht so viel Wasservolumen zum Angleichen, dann geht das ein bisschen schneller. Wenn ich überhaupt großartig angleichen muss. 1, 2, 3. Das finden wir aber gleich noch raus. Nummer 4. Ja, das sind insgesamt 5 Stück, die ich bestellt habe. Ist ja ein Schwarmfisch. Größe ist auch soweit okay. Sollte der Schwamm oder die Tierchen für das Becken da hinten zu groß werden, habe ich da hinten noch ein Ausweichbecken. Das ist momentan der Vorteil, den ich habe. Ich kann, wenn ich möchte, definitiv hingehen und erstmal Tiere einsetzen, die etwas größer werden, weil ich eine Ausweichmöglichkeit habe. Ist natürlich nicht ganz so, so wie es ist. Da geht's. Das Spinnenweibchen, auch munter und gesund. Wie gesagt, gesund werden wir sehen, aber gehe ich mal aus. Und dann werden wir sehen, wie sich das alles gibt hier. Aufmachen. Ich halte das Wasser raus. Nein, 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 bleib noch da.
3 bleiben noch über. Dann noch einmal Rochusschnecken. Nochmal eine Armada. Wie gesagt, 20 Stück davon sind für Bekannten. 5 davon sind für mich und die restlichen Putzer. So, da ist der zweite Clowny. Auch munter und gesund. Auch gesund. Ach, das? Ja, war's. Das war's. Packen wir dazu. Habe ich jetzt natürlich keinen Eimer reingepackt. Die kann ich aber mit bei den Fatmanis reinsetzen, zum Eingewöhnen. Und da sieht es im Endeffekt auch aus, dass alles gut angekommen ist. Ich mache euch gleich nochmal Bilder von oben. Ich gleiche die jetzt an, beziehungsweise messe nochmal kurz die Wasserdichte und gleiche dann die Temperatur ein bisschen an. Habt ihr mitgekriegt, Temperatur von unten nach oben ist nicht so schlimm, von oben nach unten wäre schlimmer. Und da sie 22 Grad haben, das wird jetzt hier beim Umsetzen vielleicht noch ein kleines bisschen abgesunken sein, sollte das kein großes Problem sein. Wir werden gleich eingesetzt und erstmal angeglichen eingesetzt und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja Leute, ihr habt gesehen, alles in allem super verpackt, super angekommen, alle Tiere haben überlebt, Temperatur hat auch gepasst, also Daumen hoch für Sportlichkeit, nein, Daumen hoch für diese Verpackungsleistung. Es ist ein enormer Aufwand gewesen, wie ihr gesehen habt, aber es hat sich dementsprechend gelohnt. Die Tiere sind alle gut angekommen und ich würde sagen, wenn euch das hier gefallen hat, lasst doch bitte den Daumen da. Und könnt ihr auch bei Nautilus mal auf Facebook schauen, der ist da auch regelmäßig online und macht seine Livestreams mit Infos. Alles in allem würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Bleibt mir treu, euer Weimar. Ciao!